In dieser majestätischen Berglandschaft scheint die Zeit wie stehen geblieben. Wir sind in der Heimat des Küchenchefs Marc Vera. Hier in den Savoyen, in Manigot, etwa 30 Kilometer von Annecy entfernt, hat der Mann mit Hut das Bauernhaus seiner Kindheit in ein Restaurant verwandelt. Mit einer mineralischen und poetischen Küche. Der Magier aus den Bergen springt sofort an auf unser holländisches Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Eine Hymne auf die rustikalen flämischen Spezialitäten. Sehen Sie sich diesen Käse an, mit seinen Brüchen und Schnitten. Das erinnert mich sofort an den Reblochon und den Persillé meines Vaters, der immer mitten auf dem Tisch stand. Wir hatten große Schüsseln mit Mutters Gemüsesuppe vor uns. Und mit dem Messer schnitten wir Stücke von dem Käse ab, den wir dann in unsere Suppe taten. Das ist doch fantastisch. Da kommen nicht nur die Bilder wieder hoch, sondern auch all die Geschmacksrichtungen. Dieses Stillleben mit Käse, Mandeln und Brezeln, das im Mauritshaus-Museum in Den Haag hängt, würdigt die Niederlande, das andere Käseland. Das 34 x 49 cm große Gemälde wurde zwischen 1612 und 1615 von der Malerin Clara Peters angefertigt. Clara Peters war eine der sehr wenigen Malerinnen des frühen 17. Jahrhunderts und eine Pionierin im Bereich der Stillleben. Sie hat sich nicht nur mit den verschiedenen Themen der jeweiligen Typen von Stillleben beschäftigt, sondern mit ihrer Arbeit auch spätere Entwicklungen des Genres vorweggenommen. Die Käse auf diesem Stillleben stammen zwar aus Holland, doch sie inspirieren auch unseren Küchenmeister aus den Savoyen zu einem hundertprozentigen Käsemenü. Ich werde zwei für die Savoyen sehr typische Gerichte zubereiten. Und zwar die Tartiflette oder die Pilla di Tartifle. Tartifle bedeutet Kartoffel. Dafür bringt man Reblochon zum Schmelzen und so weiter. Soweit die Tradition. Und dann werde ich noch eine moderne Tartiflette machen. Unterstützung erhält unser Küchenvirtuose Marc Vera heute von Anne Lenders, der Konservatorin im Mauritshaus-Museum von Den Haag, Jan Blonk, einem Kunsthistoriker, Patrick Rambourg, einem Ernährungshistoriker, Michel Fournier, einem Reblochon-Produzenten, Gertjan Rubos, einem Gouda-Produzenten und Christoph Vasseur, einem Bäckermeister. Stillleben mit Käse, Mandeln und Brezeln. Dieses Gemälde zählt zu den bedeutendsten Werken des damals gerade entstehenden Genres des Stilllebens. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts sind es vor allem die Maler aus dem Norden, die sich für die Darstellung unbelebter Objekte, der stillen Zeugen des Alltags, interessieren. Unter ihnen eine Frau, Clara Peters. Sie gehört zur Generation der ersten holländischen Maler des 17. Jahrhunderts, die sich mit sehr sorgfältig zusammengestellten Stillleben voller Details beschäftigen. Clara Peters wird zu einer Meisterin des Genres, indem die Maler ihr bildlich-darstellerisches Können durch eine extreme Akribie unter Beweis stellen. Das Gemälde von Clara Peters konzentriert sich auf einen sehr engen Rahmen, in dem die Malerin die verschiedenen Objekte auf sehr präzise Weise anordnet. Wie Sie sehen können, ist das Ganze sehr gestellt, sehr künstlich. Die Brezeln sind über Kreuz angeordnet. Der Käse wirkt wie ein heller Fleck, der sofort den Blick auf sich zieht und so zum wichtigsten Teil der Konstruktion wird. Die Butter ist symmetrisch auf dem Käse platziert und auch das Brot liegt am Fuße dieses venezianischen Glases. Wir haben es hier also mit einer perfekt konstruierten Komposition zu tun, die so absolut unrealistisch ist. Es ist ein Stillleben, das weit mehr zeigt als die simple Reproduktion eines gedeckten Tisches. In solchen Stillleben kann man viel mehr sehen, als dargestellt ist. Sie sind eine allegorische Demonstration, die Symbolisierung der Eitelkeiten der Welt oder auch die Glorifizierung eines neuen Reichtums, denn die Provinzen der Nordniederlande wurden zu Beginn des 17. Jahrhunderts unabhängig. So können diese Stillleben ihren Auftraggebern zur Glorifizierung ihrer eigenen Macht dienen, da sie oft auch exotische Objekte aus Indien oder China zeigten. Hier Porzellan aus Van Lee und ein venezianisches Glas. Mittelmäßiges Geschirr wird man in diesem Stillleben höchst selten finden. Opulentes Geschirr, üppiger Käse, hinter dessen Anhäufung versteckt sich vielleicht eine etwas subtilere Lesart. Die Käse sind verschieden groß, von verschiedener Konsistenz und Farbe. Es geht darum, ihre Vielzahl zu zeigen und somit auch den Geschmack desjenigen wiederzuspiegeln, der sie mitgebracht, angeschnitten und auf den Tisch gestellt hat.
Der Käse könnte ein Hinweis auf den nationalen Reichtum und den niederländischen Nationalstolz sein, denn Käse war damals ein wertvolles Exportprodukt der Niederlande. Eine andere Erklärung wäre, dass dieses Übermaß an dargestellten Speisen an die schädliche Wirkung von übermäßigem Verzehr gemahnen soll. Es gibt da dieses bekannte holländische Sprichwort, das ungefähr so viel sagt wie: Milchprodukt auf Milchprodukt ist des Teufels Werk. Wenn man also ein Butterbrot hat und das mit Käse belegt, dann ist das schon zu viel, man muss bescheidener sein. Natürlich könnte der sehr gereifte Käse auch mit Verfall oder sogar Tod assoziiert werden. Genauso wie die vielen Symbole der Vergänglichkeit, die sich auf zahllosen anderen Vanitas-Stillleben des 17. Jahrhunderts finden. In Manigault, in der Stille der bergigen Savoyen, zelebriert Marc Verrat das ländliche Leben, das ihm so sehr am Herzen liegt. Und so begibt er sich jeden Morgen zuerst in den Stall unter seinem Restaurant, um seine Tiere zu begrüßen. Voilà! Hören Sie, die rufen uns schon. Guten Morgen, meine Kleinen. Mit meinem Restaurant könnte ich ohne die Tiere nicht leben. Es ist auch dieser besondere Geruch, den Sie wahrnehmen, wenn Sie das Restaurant betreten. Es duftet nach Bauernhof. Das ist ein reiner, natürlicher Geruch. Wenn meine Gäste reinkommen, sind sie davon erfüllt. Eine Hommage an den Bauernhof, an die Käse, die ganz in der Nähe der Stallungen reifen. Marc Verrat will uns heute ein traditionelles Gericht der Region zubereiten, die Pela, in gewisser Weise der Urahn der Tartiflette. Alle Produkte, die ich verwende, sind bio. Hier haben wir Zwiebeln, Speck, Weißwein für die Säure, dann kommen noch unsere Bio-Kartoffeln dazu, der Reblochon und ein paar kleine Geheimzutaten. Ein bisschen Butter, das reicht für etwa 8 Personen. Jetzt die Zwiebeln, Chef? Ja. Aber zuerst noch mein kleines Geheimnis. Ein kleiner Hauch aus der Ferne. Das kommt ganz am Anfang rein, zum Zucker. So, los geht's. Jetzt kommen die Zwiebeln. Ein Löffel pro Person. 7, 8. Rühren Sie mal um, Loïc. Man riecht die Orange schon. Wie das duftet. Speck ist sehr typisch für die Region. Der hier ist von einem Bioschwein. Der wird nicht wegschmelzen. Wir braten ihn an, bis er schön golden ist. Aber nicht zu sehr. So, die Orange kann raus. All diese Aromen. Wow. Sehen Sie, wie die Zwiebeln und der Speck braten? So, jetzt ist es schon fast fertig. Alles schön goldbraun. Jetzt ungefähr einen halben Liter Weißwein dazu, ein bisschen Flüssigkeit, um den Reblochon zu strecken. Letzter Kniff: Kaufen Sie Bio-Gemüsebrühwürfel. Damit wird Ihre Tartiflette noch leichter. Ach, herrlich. Der Reblochon ist jetzt dank der Brühe vollkommen geschmolzen. Jetzt geben wir die Kartoffeln dazu und dann lassen wir das Ganze 20 Minuten lang vor sich hin köcheln. Das ist ein echtes Luxusessen. Los, ab damit in den Ofen. Ja, Chef. Hören Sie, wie ich rede? Wie ein typischer Savoyard. Wir packen überall ein I dazwischen. So, 20 Minuten bei 160 Grad. Und dann wird heiß serviert. Das Gericht kommt mitten auf den Tisch wie eine Opfergabe. Das wird ein tolles Erlebnis für die Gäste. Was verbirgt sich wohl unter dem Deckel? Fernab der bergigen Savoyen sind die flachen Niederlande die Heimstatt einer mindestens ebenso alten Käsetradition. Wenige Kilometer von der Stadt Gouda entfernt produziert die Familie de Jong den weltbekannten Käse. Diese Handwerkskunst ist im Verschwinden begriffen, denn heute werden in den Niederlanden 95% der Käse industriell hergestellt. Wir stellen unseren Käse hier auf eine sehr traditionelle Weise her. Und wir glauben sehr an diese alte Philosophie. Die Gouda-Herstellung beginnt früh am Morgen mit dem Melken der 400 Kühe des Hofes, die pro Tag rund 15.000 Liter Milch geben. Das entspricht in etwa 1.700 Kilo Käse.
Wir haben die Kühe heute Morgen und gestern Abend gemolken. Danach wird die Milch draußen in einem Tank gekühlt, von wo sie dann in diesen Bottich geleitet und auf 30 Grad erhitzt wird. Danach gibt man die Bakterienkulturen und Enzyme dazu und dann wartet man ungefähr eine halbe Stunde, bis sich zwei Schichten gebildet haben. Die obere Schicht von etwa 10% besteht aus Proteinen und Fett. Daraus wird dann der Käse gemacht. Diese Schicht schneiden wir nach ein paar Minuten in kleine Stücke. Das ist der erste Schritt der Käseherstellung. Die ersten Spuren der Käseherstellung in den Niederlanden stammen aus der Zeit um etwa 200 Jahre vor Christus. Im Mittelalter spielt der Handel mit Käse eine zentrale Rolle für die Wirtschaft des Landes. Die Maler und vor allem ihre Auftraggeber sehen in ihm ein Symbol für Reichtum. Allein schon die Tatsache, dass Käse dargestellt wird, weist auf eine Form von Reichtum hin. Nicht jeder kann so viel Käse besitzen und herzeigen. Hier haben wir die ganze Hälfte eines runden Leibes. Das ist wichtig. Wenn ich dieses Bild einem Haushalt zuordnen müsste, würde ich sagen, dass es einer erfolgreichen bürgerlichen Familie gehörte. Das Hauze Warch, ein altes Haus mit Käsewaage von 1668, heute ein Käsemuseum, ist ein bedeutendes Symbol für diese Ära. Auf dem Hof der Familie de Jong haben die Enzyme ganze Arbeit geleistet. Wir fangen den Käsebruch auf und füllen ihn in diese weißen Plastikform, wo er eine Stunde lang gepresst wird. Dadurch verbinden sich die vielen kleinen Bruchstücke zu einem Ganzen, ein bisschen wie bei einem Schneeball. Wenn man lange genug presst, wird aus vielen kleinen Stückchen ein Ganzes. Nach einer Nacht sind die Käse trocken genug für die nächste Etappe. Das ist die Salzlake. Die ist so salzig, dass die Käse oben drauf schwimmen. Jeder Käse ist komplett von der Salzlake umgeben. Und die runde Form sorgt dafür, dass sich das Salz gleichmäßig verteilt. Nach drei Tagen in diesem Salzbad kommen die Käse in den Reifekeller. Der Käse hier ist schon getrocknet. Sehen Sie? Die haben wir heute Morgen hergebracht. Am Anfang sind die Käse weiß. Die gelbe Färbung bekommen sie erst durch die Reifung. Der Gouda, ein Symbol des holländischen Nationalstolzes. Clara Peters und viele ihrer zeitgenössischen Kollegen haben ihm mit dem Pinsel ein Denkmal gesetzt. Bis heute ist so gut wie nichts über Clara Peters Leben bekannt. Die einzigen greifbaren Beweise für ihre Existenz sind Zeichen, die die junge Frau in ihren Gemälden hinterließ. Wie dieses Messer. Das Messer ist der Schlüssel zu dem Gemälde. Es ragt über die Tischkante hinaus, als würde es aus dem Rahmen des Bildes in einen eigenen Raum hineinweisen. Wir haben es hier mit einer Trompe-l'œil-Technik zu tun. Zum anderen ist das Messer deshalb so bedeutsam, weil es die Signatur der Künstlerin trägt. Man bekommt den Eindruck, dass die Künstlerin sich dieses Gegenstandes bemächtigt. Sie präsentiert sich dadurch nicht nur als Urheberin des Bildes durch ihre Signatur, sondern auch als die Hausfrau oder Köchin, die das Messer hat, um den Käse und andere Lebensmittel zu schneiden. Ein geübter Betrachter kann in dem Bild aber noch einen anderen Hinweis auf die Künstlerin erkennen. Ein typisches Merkmal von Clara Peters Werk ist, dass sie stets ein persönliches Element in ihre Gemälde hat einfließen lassen. Wie diese Reflexion in dem Deckel des Kruges. Sie ist eine Art zweite Signatur. Mehrfach finden sich im Verlauf ihrer Karriere Selbstporträts in ihren Gemälden, in Form von Reflexionen ihres Gesichts oder gar in Form eines Selbstporträts als Teil eines Stilllebens. In diesem Selbstporträt betont sie ihre Weiblichkeit durch die sorgfältige Ausarbeitung ihrer Kleidung. Zur damaligen Zeit waren weibliche Maler extrem selten. Clara Peters ist also fast die einzige Ausnahme. Im 17. Jahrhundert gab es neben Clara Peters auch noch Judith Leyster, eine Malerin von Alltagsszenen. Oder Rachel Royce, die sich sehr erfolgreich auf florale Stillleben spezialisiert hat, die im 18. Jahrhundert begehrte Objekte für Kunstsammler waren. Aus anderen Ländern kennen wir die legendäre Artemisia Gentileschi. Und in Frankreich gab es Louise Moyon, die für ihre Stillleben und ihre Marktszenen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts besonders in Paris bekannt war. In weiten Teilen Europas hatten Frauen kaum Zutritt zu den Malerateliers. Anders in den Niederlanden, die gerade ein goldenes Zeitalter erleben und wo den Frauen eine besondere Bedeutung zuteil wird.
In den Niederlanden haben wir es mit einer besonderen Situation zu tun. Hier erfahren die Frauen, teils aus religiösen, teils aus sozialen Gründen, eine hohe soziale Anerkennung. Dies kann man auch in den vielen Reiseberichten der Zeit nachlesen, in denen teilweise erstaunt beschrieben wird, welche Macht die niederländischen Hausfrauen in Belang der Haushaltsführung haben, die den Ehemann übrigens mit einschließen. Das erklärt vielleicht, warum es im 17. Jahrhundert in den Niederlanden proportional mehr weibliche Maler gegeben hat als im restlichen Europa. Clara Peters, die ihr erstes Gemälde mit 14 fertigstellt, wird im Laufe ihres Lebens rund 30 Werke produzieren, bevor sie mit 45 Jahren heiratet und damit ihre künstlerische Karriere beendet. Marc Vérard bleibt seinen Savoyer-Wurzeln allerdings treu und verwendet für die Interpretation von Clara Peters Bild keinen Gouda, sondern einen für seine Region sehr typischen Käse. Ah, Michel, wie geht's? Hallo, Meister. Geht's dir gut? Das hier ist keine Massentierhaltung. Hier wird nicht immer Korn gemolken. Hier ist alles sehr naturverbunden. Einer der wenigen Bauernhöfe der Region, der wirklich bio ist. Hier habe ich den besten Reblochon gefunden. Eine Göttergabe. Ich liebe insbesondere die Reblochon, die schon etwas unförmig sind. Die schon ganz reif, schön weich und fast flüssig sind. Wenn man sie anschneidet, muss es fließen. Wenn der Käse noch am Messer hängt, wenn er schön kleben bleibt. Das ist Top-Qualität. Früher wurde der Reblochon mit der Milch der zweiten Melkung der Kühe hergestellt, der sogenannten Bloche. Heute wird für diesen Käse nur Milch allerhöchster Güte verwendet. Sind alle 35 Kühe gemolken, wird die gewonnene Milch leicht erhitzt. Mit dieser Käseharfe bereitet Michel das Produkt vor. Man darf nicht zu schnell und nicht zu langsam arbeiten. Wenn die Mischung stimmt, wird der Käse in Formen gefüllt. Jetzt gieße ich die Käsemasse hier in die Formen. Ich helfe ein bisschen nach, damit alle Formen gleich voll sind. Jetzt wende ich sie einmal in ihrem Tuch und schon hat der Käse seine Form angenommen. Auf diese Weise stellt Michel täglich 120 Käse her. Das grüne, essbare Casein-Etikett attestiert die Herkunft des Käses. Anschließend beschweren wir die Käse jeweils mit einem Gewicht von 2 Kilo, um sie zu pressen. Das Gewicht kommt nicht direkt drauf, weil es aus Edelstahl ist und den Käse zu schnell abkühlen würde. Und dann legen wir eine Decke darüber, damit die Temperatur nicht so schnell sinkt. Und dann dauert es 3 Wochen, bis man einen perfekten Reblochon hat. Und so sieht ein fertig gereifter Reblochon aus. Sehen Sie diesen schönen weißen Film auf der Rinde? So ist er perfekt. Mit diesem liebevoll und traditionell hergestellten Reblochon wird Marc Vérard nun seiner Kreativität freien Lauf lassen. Die Sache mit der Tartiflette und dem Reblochon, das ist ja alles schön und gut, aber auch ein bisschen passé, nicht? Wie kann man das Thema in die heutige Zeit transportieren, um auch die Augen der jungen Leute von heute zum Leuchten zu bringen? Speck, Zwiebeln, Kartoffeln und Reblochon verwandeln sich also in eine Emulsion, aus der eine neue, luftige Tartiflette entsteht. Keine Butter, keine Sahne, stattdessen Gemüsebrühe. Dazu ein bisschen Milchschaum, das macht das Ganze sehr viel leichter. Das ist die zeitgenössische Tartiflette. Das ist eure Tartiflette. Und Trüffelsoße. Genau, eine Trüffelsoße mit Gemüsebrühe. Hier das Kartoffelpüree. Verdünnt mit Gemüsebrühe. Danach, dann kommt der Schaum aus Reblochon, der ist nun eingefüllt. Jetzt kommt der Zwiebelschaum. Das ist kein einfacher Zwiebelschaum, das ist ein Schaum aus Zwiebeln und Weißwein. Und was ist hier drin, Chef? Das ist der Speck. Fast ein virtueller Speck, ein entfetteter Speck, sehen Sie?
Hier haben wir die Kartoffeln, hier den Reblochon, hier den Speck, hier die Zwiebeln mit Weißwein. Alles schön getrennt. Aber wenn man will, kann man es natürlich miteinander vermischen. Der Geist von Freiheit. Um die Begleitung zum Käsemenü kümmert sich Christopher Sœur. Der Bäckermeister aus Paris knöpft sich die Brezeln vor, die in Clara Peters Stillleben zu sehen sind. Woran ich denke, wenn ich dieses Bild ansehe? An Holland, das zweite Käseland nach Frankreich. Die Form dieser Brezel hier irritiert mich, denn sie ist ganz anders als die Brezeln, die ich kenne, die elsässischen mit drei Löchern. Diese hier haben nur zwei. Heute ist es schwer, die genaue Entstehungszeit der Brezel zu datieren. Die ältesten Darstellungen stammen aus dem Mittelalter. Einige Jahrhunderte später findet sich das Gebäck häufig auf den Gemälden flämischer Maler. Wir sehen die Brezeln hier auf dem Gemälde von Clara Peters. Aber man kennt sie auch von anderen Bildern, wie zum Beispiel diesem hier von Georges Flegel. Es ist ein Gebäck, das üblicherweise in Wein getunkt wurde. Einerseits war die Brezel ein sehr populäres und alltägliches Gebäck, aber sie wurde auch zu religiösen Feiertagen verzehrt und gehörte in die Kirche wie die Oblaten im Mittelalter. Man findet sie auch auf dem Gemälde Der Kampf zwischen Karneval und Fasten von Pieter Bruegel, dem Älteren. Auf diesem Wagen, der das Fasten symbolisiert, sehen wir auch ganz deutlich Brezeln. In seiner Backstube hat Christopher Sœur schon alle Zutaten für seine Brezeln beisammen. Das Grundrezept kennt er natürlich gut. Es ist dasselbe wie für sein Weißbrot. Man vermischt Weizenmehl mit Zucker, Salz, Butter, Milch und einem bisschen Hefe. Hier kommt also das Mehl, die Milch, das Salz. Etwa 10 Minuten lang knetet er den Teig mit der Hand. Danach muss er eine Stunde lang gehen. Jetzt bekommen wir schon einen Teig mit einer schönen Konsistenz. Wie stellt man nun so eine Brezel her? Und was ist denn das überhaupt, eine Brezel? Ein Teigröllchen. Das Ganze wird in eine S-Form gebracht, so in etwa. Und was noch? Als letzter wichtiger Schritt wird die Brezel in eine Mischung aus Wasser und Natriumbicarbonat getunkt. Das gibt ihr den besonderen Brezelgeschmack. So, schön eintunken. Heute wird gebadet. Und hopp, ab in den Ofen. Zehn Minuten bei 270 Grad. Sehen Sie sich das an. Sind die nicht schön? Es ist das Bicarbonat, das diese schöne Farbe ergibt. Als hätte man ein bisschen Paprika dazugegeben oder so. In Manigot, in seinem kleinen Restaurant, das sich so schön an die Berge schmiegt, haben sich Marc Vera und seine Gäste nun rund um das besondere Käsemenü versammelt. Also Marc, was hast du uns gezaubert? Eine Tartiflette, das sagt dir doch sicher was. Du bist doch auch von hier. Es ist das klassische Sonntagsessen. Guten Appetit. Schmeckt ihr heraus, was noch da drin ist? Ah, das sind Tannzapfen. Daher dieser Geschmack. Ganz genau, Tannzapfen. Man schmeckt deutlich das Harz heraus. Der besondere Vera-Touch. Auf jeden Fall ein regionaler Touch. Eine Küche, die sich nur auf die Tradition besinnt, kann schnell langweilig werden. Es muss immer auch etwas Neues dazu kommen. Damit rennen Sie bei mir offene Türen ein. Da habe ich was für Sie, mein Lieber, denn ich bin alles andere als konservativ. Zum Beweis mein zweites Gericht. Virtuelle Tartiflette. Jetzt betreten wir die Moderne. Saugen Sie an Ihrem Strohhalm, dann werden Sie verstehen. Dann vermischen Sie alles miteinander und saugen nochmal. Dann will ich, dass Sie mal ordentlich Geräusche machen. Dann haben wir eine Tartiflette-Symphonie. Oh ja, das ist laut. So ein schöner Lärm. Ich sag doch, eine symphonische Tartiflette. Und jetzt drehen Sie mal langsam. Aber dieser Fleischsaft, den gab es nicht in der ersten Tartiflette, oder? Nein, mein Lieber. Aber da wir zum Genießen hier sind, haben wir einen kleinen Trüffeljus in den Boden gegeben. Wahrer Genuss kennt keinen Preis.
Das ist ja göttlich. Das hat ja nichts mehr mit einer Tartiflette zu tun. Es ist eine sehr moderne Tartiflette. Eine moderne gastronomische Tartiflette und wir sitzen wie die Kinder mit unseren Strohhalmen. Aber man spürt trotzdem den Geschmack von Tartiflette. Der ist da. Er ist auf die Spitze getrieben. Ich finde es faszinierend, dass man hier mit dem Mund und mit den Ohren isst. Es kommt mir so vor, als wollte Clara Peters genau das mit ihrem Bild erreichen, indem sie uns die abgebildeten Speisen mit den Augen essen lässt. Als würde ein Maler, der uns Appetit auf die Speisen macht, die er darstellt, eine ganz ähnliche Arbeit leisten wie ein Küchenchef. Bravo, Maestro. Und so haucht die diskrete Clara Peters mit ihrem Talent, ähnlich dem eines Küchenchefs, den Nahrungsmitteln in ihren Bildern neues Leben ein. Des damals gerade entstehenden Genres des Stilllebens. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts sind es vor allem die Maler aus dem Norden, die sich für die Darstellung unbelebter Objekte, der stillen Zeugen des Alltags interessieren. Unter ihnen eine Frau, Clara Peters. Sie gehört zur Generation der ersten holländischen Maler des 17. Jahrhunderts, die sich mit sehr sorgfältig zusammengestellten Stillleben voller Details beschäftigen. Clara Peters wird zu einer Meisterin des Genres, indem die Maler ihr bildlich-darstellerisches Können durch eine extreme Akribie unter Beweis stellen. Das Gemälde von Clara Peters konzentriert sich auf einen sehr engen Rahmen, in dem die Malerin die verschiedenen Objekte auf sehr präzise Weise anordnet. Wie Sie sehen können, ist das Ganze sehr gestellt, sehr künstlich. Die Brezeln sind über Kreuz angeordnet. Der Käse wirkt wie ein heller Fleck, der sofort den Blick auf sich zieht und so zum wichtigsten Teil der Konstruktion wird. Die Butter ist symmetrisch auf dem Käse platziert und auch das Brot liegt am Fuße dieses venezianischen Glases. Wir haben es hier also mit einer perfekt konstruierten Komposition zu tun, die so absolut unrealistisch ist. Es ist ein Stillleben, das weit mehr zeigt als die simple Reproduktion eines gedeckten Tisches. In solchen Stillleben kann man viel mehr sehen, als dargestellt ist. Sie sind eine allegorische Demonstration, die Symbolisierung der Eitelkeiten der Welt oder auch die Glorifizierung eines neuen Reichtums. Denn die Provinzen der Nordniederlande wurden zu Beginn des 17. Jahrhunderts unabhängig. So können diese Stillleben ihren Auftraggebern zur Glorifizierung ihrer eigenen Macht dienen, da sie oft auch exotische Objekte aus Indien oder China zeigten. Hier Porzellan aus Van Lee und ein venezianisches Glas. Mittelmäßiges Geschirr wird man in diesen Stillleben höchst selten finden. Opulentes Geschirr, üppiger Käse. Hinter dessen Anhäufung versteckt sich vielleicht eine etwas subtilere Lesart. Die Käse sind verschieden groß, von verschiedener Konsistenz und Farbe. Es geht darum, ihre Vielzahl zu zeigen und somit auch den Geschmack desjenigen wiederzuspiegeln, der sie mitgebracht, angeschnitten und auf den Tisch gestellt hat. Der Käse könnte ein Hinweis auf den nationalen Reichtum und den niederländischen Nationalstolz sein, denn Käse war damals ein wertvolles Exportprodukt der Niederlande. Eine andere Erklärung wäre, dass dieses Übermaß an dargestellten Speisen an die schädliche Wirkung von übermäßigem Verzehr gemahnen soll. Es gibt da dieses bekannte holländische Sprichwort, das ungefähr so viel sagt wie Milchprodukt auf Milchprodukt ist des Teufels Werk. Wenn man also ein Butterbrot hat und das mit Käse belegt, dann ist das schon zu viel. Man muss bescheidener sein. Natürlich könnte der sehr gereifte Käse auch mit Verfall oder sogar Tod assoziiert werden. Genauso wie die vielen Symbole der Vergänglichkeit, die sich auf zahllosen anderen... Der Gouda, ein Symbol des holländischen Nationalstolzes. Clara Peters und viele ihrer zeitgenössischen Kollegen haben ihm mit dem Pinsel ein Denkmal gesetzt. Bis heute ist so gut wie nichts über Clara Peters Leben bekannt. Die einzigen greifbaren Beweise für ihre Existenz sind Zeichen, die die junge Frau in ihren Gemälden hinterließ, wie dieses Messer. Das Messer ist der Schlüssel zu dem Gemälde. Es ragt über die Tischkante hinaus, als würde es aus dem Rahmen des Bildes in einen eigenen Raum hineinweisen. Wir haben es hier mit einer Trompe-l'œil-Technik zu tun.
Zum anderen ist das Messer deshalb so bedeutsam, weil es die Signatur der Künstlerin trägt. Man bekommt den Eindruck, dass die Künstlerin sich dieses Gegenstandes bemächtigt. Sie präsentiert sich dadurch nicht nur als Urheberin des Bildes durch ihre Signatur, sondern auch als die Hausfrau oder Köchin, die das Messer hat, um den Käse und andere Lebensmittel zu schneiden. Ein geübter Betrachter kann in dem Bild aber noch einen anderen Hinweis auf die Künstlerin erkennen. Ein typisches Merkmal von Clara Peters Werk ist, dass sie stets ein persönliches Element in ihre Gemälde hat einfließen lassen. Wie diese Reflexion in dem Deckel des Kruges. Sie ist eine Art zweite Signatur. Mehrfach finden sich im Verlauf ihrer Karriere Selbstporträts in ihren Gemälden, in Form von Reflexionen ihres Gesichts oder gar in Form eines Selbstporträts als Teil eines Stilllebens. In diesem Selbstporträt betont sie ihre Weiblichkeit durch die sorgfältige Ausarbeitung ihrer Kleidung. Zur damaligen Zeit waren weibliche Maler extrem selten. Clara Peters ist also fast die einzige Ausnahme. Im 17. Jahrhundert gab es neben Clara Peters auch noch Judith Leyster, eine Malerin von Alltagsszenen. Oder Rachel Royce, die sich sehr erfolgreich auf florale Stillleben spezialisiert hat, die im 18. Jahrhundert begehrte Objekte für Kunstsammler waren. Aus anderen Ländern kennen wir die legendäre Artemisia Gentileschi. Und in Frankreich gab es Louise Moyon, die für ihre Stillleben und ihre Marktszenen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts besonders in Paris bekannt war. In weiten Teilen Europas hatten Frauen kaum Zutritt zu den Malerateliers. Anders in den Niederlanden, die gerade ein goldenes Zeitalter erleben und wo den Frauen eine besondere Bedeutung zuteil wird. In den Niederlanden haben wir es mit einer besonderen Situation zu tun. Hier erfahren die Frauen, teils aus religiösen, teils aus sozialen Gründen, eine hohe soziale Anerkennung. Dies kann man auch in den vielen Reiseberichten der Zeit nachlesen, in denen teilweise erstaunt beschrieben wird, welche Macht die niederländischen Hausfrauen in Belang der Haushaltsführung haben, die den Ehemann übrigens mit einschließen. Das erklärt vielleicht, warum es im 17. Jahrhundert in den Niederlanden proportional mehr weibliche Maler gegeben hat als im restlichen Europa. Clara Peters, die ihr erstes Gemälde mit 14 fertigstellt, wird im Laufe ihres Lebens rund 30 Werke produzieren, bevor sie mit 45 Jahren heiratet und damit ihre künstlerische Karriere beendet. Eine Reproduktion eines gedeckten Tisches. In solchen Stillleben kann man viel mehr sehen, als dargestellt ist. Sie sind eine allegorische Demonstration, die Symbolisierung der Eitelkeiten der Welt oder auch die Glorifizierung eines neuen Reichtums, denn die Provinzen der Nordniederlande wurden zu Beginn des 17. Jahrhunderts unabhängig. So können diese Stillleben ihren Auftraggebern zur Glorifizierung ihrer eigenen Macht dienen, da sie oft auch exotische Objekte aus Indien oder China zeigten. Hier Porzellan aus Van Lee und ein venezianisches Glas. Mittelmäßiges Geschirr wird man in diesen Stillleben höchst selten finden. Opulentes Geschirr, üppiger Käse. Hinter dessen Anhäufung versteckt sich vielleicht eine etwas subtilere Lesart. Die Käse sind verschieden groß, von verschiedener Konsistenz und Farbe. Es geht darum, ihre Vielzahl zu zeigen und somit auch den Geschmack desjenigen wiederzuspiegeln, der sie mitgebracht, angeschnitten und auf den Tisch gestellt hat. Der Käse könnte ein Hinweis auf den nationalen Reichtum und den niederländischen Nationalstolz sein, denn Käse war damals ein wertvolles Exportprodukt der Niederlande. Eine andere Erklärung wäre, dass dieses Übermaß an dargestellten Speisen an die schädliche Wirkung von übermäßigem Verzehr gemahnen soll. Es gibt da dieses bekannte holländische Sprichwort, das ungefähr so viel sagt wie Milchprodukt auf Milchprodukt ist des Teufels Werk. Wenn man also ein Butterbrot hat und es mit Käse belegt, dann ist das schon zu viel. Man muss bescheidener sein. Natürlich könnte der sehr gereifte Käse auch mit Verfall oder sogar Tod assoziiert werden. Genauso wie die vielen Symbole der Vergänglichkeit, die sich auf zahllosen anderen Vanitas-Stillleben des 17. Jahrhunderts finden. In Manigault, in der Stille der bergigen Savoyen, zelebriert Marc Verrat das ländliche Leben, das ihm so sehr am Herzen liegt. Und so begibt er sich jeden Morgen zuerst in den Stall unter seinem Restaurant, um seine Tiere zu begrüßen. Voilà. Hören Sie, die rufen uns schon. Guten Morgen, meine Kleinen. Mit meinem Restaurant könnte ich ohne die Tiere nicht leben. Es ist auch dieser besondere Geruch, den Sie wahrnehmen, wenn Sie das Restaurant betreten. Es duftet nach Bauernhof. Das ist ein reiner, natürlicher Geruch. Wenn meine Gäste reinkommen, sind sie davon erfüllt. Eine Hommage an den Bauernhof, an die Käse, die ganz in der Nähe der Stallungen reifen.
Marc Vera will uns heute ein traditionelles Gericht der Region zubereiten. Die Pilla, in gewisser Weise der Urahn der Tati Flat. Alle Produkte, die ich verwende, sind bio. Hier haben wir Zwiebeln, Speck, Weißwein für die Säure. Dann kommen noch unsere Bio-Kartoffeln dazu, der Reblochon und ein paar kleine Geheimzutaten. Ein bisschen Butter. Eitelkeiten der Welt oder auch die Glorifizierung eines neuen Reichtums. Denn die Provinzen der Nordniederlande wurden zu Beginn des 17. Jahrhunderts unabhängig. So können diese Stillleben ihren Auftraggebern zur Glorifizierung ihrer eigenen Macht dienen, da sie oft auch exotische Objekte aus Indien oder China zeigten. Hier Porzellan aus Van Lee und ein venezianisches Glas. Mittelmäßiges Geschirr wird man in diesen Stillleben höchst selten finden. Opulentes Geschirr? Üppiger Käse. Hinter dessen Anhäufung versteckt sich vielleicht eine etwas subtilere Lesart. Die Käse sind verschieden groß, von verschiedener Konsistenz und Farbe. Es geht darum, ihre Vielzahl zu zeigen und somit auch den Geschmack desjenigen wiederzuspiegeln, der sie mitgebracht, angeschnitten und auf den Tisch gestellt hat. Der Käse könnte ein Hinweis auf den nationalen Reichtum und den niederländischen Nationalstolz sein, denn Käse war damals ein wertvolles Exportprodukt der Niederlande. Eine andere Erklärung wäre, dass dieses Übermaß an dargestellten Speisen an die schädliche Wirkung von übermäßigem Verzehr gemahnen soll. Es gibt da dieses bekannte holländische Sprichwort, das ungefähr so viel sagt wie Milchprodukt auf Milchprodukt ist des Teufels Werk. Wenn man also ein Butterbrot hat und es mit Käse belegt, dann ist das schon zu viel, man muss bescheidener sein. Natürlich könnte der sehr gereifte Käse auch mit Verfall oder sogar Tod assoziiert werden. Genauso wie die vielen Symbole der Vergänglichkeit, die sich auf zahllosen anderen Vanitas-Stillleben des 17. Jahrhunderts finden. In Manigot, in der Stille der bergigen Savoyen, zelebriert Marc Vera das ländliche Leben, das ihm so sehr am Herzen liegt. Und so begibt er sich jeden Morgen zuerst in den Stall unter seinem Restaurant, um seine Tiere zu begrüßen. Voilà! Hören Sie, die rufen uns schon. Guten Morgen, meine Kleinen. Mit meinem Restaurant könnte ich ohne die Tiere nicht leben. Es ist auch dieser besondere Geruch, den Sie wahrnehmen, wenn Sie das Restaurant betreten. Es duftet nach Bauernhof. Das ist ein reiner, natürlicher Geruch. Wenn meine Gäste reinkommen, sind sie davon erfüllt. Eine Hommage an den Bauernhof, an die Käse, die ganz in der Nähe der Stallungen reifen. Marc Vera will uns heute ein traditionelles Gericht der Region zubereiten. Die Pilla, in gewisser Weise der Urahn der Tati Flat. Alle Produkte, die ich verwende, sind bio. Hier haben wir Zwiebeln, Speck, Weißwein für die Säure. Dann kommen noch unsere Bio-Kartoffeln dazu, der Reblochon und ein paar kleine Geheimzutaten. Ein bisschen Butter, das reicht für etwa 8 Personen. Jetzt die Zwiebeln, Chef? Ja. Aber zuerst noch mein kleines Geheimnis. In solchen Stillleben kann man viel mehr sehen, als dargestellt ist. Sie sind eine allegorische Demonstration, die Symbolisierung der Eitelkeiten der Welt oder auch die Glorifizierung eines neuen Reichtums. Denn die Provinzen der Nordniederlande wurden zu Beginn des 17. Jahrhunderts unabhängig. So können diese Stillleben ihren Auftraggebern zur Glorifizierung ihrer eigenen Macht dienen, da sie oft auch exotische Objekte aus Indien oder China zeigten. Hier Porzellan aus Van Lee und ein venezianisches Glas. Mittelmäßiges Geschirr wird man in diesen Stillleben höchst selten finden. Opulentes Geschirr, üppiger Käse. Hinter dessen Anhäufung versteckt sich vielleicht eine etwas subtilere Lesart. Die Käse sind verschieden groß, von verschiedener Konsistenz und Farbe. Es geht darum, ihre Vielzahl zu zeigen und somit auch den Geschmack desjenigen wiederzuspiegeln, der sie mitgebracht, angeschnitten und auf den Tisch gestellt hat. Der Käse könnte ein Hinweis auf den nationalen Reichtum und den niederländischen Nationalstolz sein, denn Käse war damals ein wertvolles Exportprodukt der Niederlande. Eine andere Erklärung wäre, dass dieses Übermaß an dargestellten Speisen an die schädliche Wirkung von übermäßigem Verzehr gemahnen soll. Es gibt da dieses bekannte holländische Sprichwort, das ungefähr so viel sagt wie Milchprodukt auf Milchprodukt ist des Teufels Werk. Wenn man also ein Butterbrot hat und es mit Käse belegt, dann ist das schon zu viel, man muss bescheidener sein.
Natürlich könnte der sehr gereifte Käse auch mit Verfall oder sogar Tod assoziiert werden. Genauso wie die vielen Symbole der Vergänglichkeit, die sich auf zahllosen anderen Vanitas-Stillleben des 17. Jahrhunderts finden. In Manigot, in der Stille der bergigen Savoyen, zelebriert Marc Verrat das ländliche Leben, das ihm so sehr am Herzen liegt. Und so begibt er sich jeden Morgen zuerst in den Stall unter seinem Restaurant, um seine Tiere zu begrüßen. Voilà. Hören Sie, die rufen uns schon. Guten Morgen, meine Kleinen. Mit meinem Restaurant könnte ich ohne die Tiere nicht leben. Es ist auch dieser besondere Geruch, den Sie wahrnehmen, wenn Sie das Restaurant betreten. Es duftet nach Bauernhof. Das ist ein reiner, natürlicher Geruch. Wenn meine Gäste reinkommen, sind sie davon erfüllt. Eine Hommage an den Bauernhof, an die Käse, die ganz in der Nähe der Stallungen reifen. Marc Verrat will uns heute ein traditionelles Gericht der Region zubereiten, die Pela. In gewisser Weise der Urahn der Tartiflette. Alle Produkte, die ich verwende, sind bio. Hier haben wir Zwiebeln, Speck, Weißwein für die Säure. Dann kommen noch unsere Bio-Kartoffeln dazu, der Reblochon und ein paar kleine Geheimzutaten. Ein bisschen Butter, das reicht für etwa 8 Personen. Die im 18. Jahrhundert begehrte Objekte für Kunstsammler waren. Aus anderen Ländern kennen wir die legendäre Artemisia Gentileschi. Und in Frankreich gab es Louise Moyon, die für ihre Stillleben und ihre Marktszenen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts besonders in Paris bekannt war. In weiten Teilen Europas hatten Frauen kaum Zutritt zu den Malerateliers. Anders in den Niederlanden, die gerade ein goldenes Zeitalter erleben und wo den Frauen eine besondere Bedeutung zuteil wird. In den Niederlanden haben wir es mit einer besonderen Situation zu tun. Hier erfahren die Frauen, teils aus religiösen, teils aus sozialen Gründen, eine hohe soziale Anerkennung. Dies kann man auch in den vielen Reiseberichten der Zeit nachlesen, in denen teilweise erstaunt beschrieben wird, welche Macht die niederländischen Hausfrauen in Belang der Haushaltsführung haben, die den Ehemann übrigens mit einschließen. Das erklärt vielleicht, warum es im 17. Jahrhundert in den Niederlanden proportional mehr weibliche Maler gegeben hat als im restlichen Europa. Clara Peters, die ihr erstes Gemälde mit 14 fertigstellt, wird im Laufe ihres Lebens rund 30 Werke produzieren, bevor sie mit 45 Jahren heiratet und damit ihre künstlerische Karriere beendet. Marc Verrat bleibt seinen Savoyer-Wurzeln allerdings treu und verwendet für die Interpretation von Clara Peters Bild keinen Gouda, sondern einen für seine Region sehr typischen Käse. Aha. Ah, Michel, wie geht's? Hallo Meister. Geht's dir gut? Das hier ist keine Massentierhaltung. Hier wird nicht im Akkord gemolken. Hier ist alles sehr naturverbunden. Einer der wenigen Bauernhöfe der Region, der wirklich bio ist. Hier habe ich den besten Reblochon gefunden. Eine Göttergabe. Ich liebe insbesondere die Reblochon, die schon etwas unförmig sind. Die schon ganz reif, schön weich und fast flüssig sind. Wenn man sie anschneidet, muss es fließen. Wenn der Käse noch am Messer hängt, wenn er schön kleben bleibt. Das ist Top-Qualität. Früher wurde der Reblochon mit der Milch der zweiten Melkung der Kühe hergestellt, der sogenannten Bloche. Heute wird für diesen Käse nur Milch allerhöchster Güte verwendet. Sind alle 35 Kühe gemolken, wird die gewonnene Milch leicht erhitzt. Mit dieser Käseharfe bereitet Michel das Produkt vor. Man darf nicht zu schnell und nicht zu langsam arbeiten. Wenn die Mischung stimmt, wird der Käse in Formen gefüllt. Jetzt gieße ich die Käsemasse hier in die Formen. Ich helfe ein bisschen nach, damit alle Formen gleich voll sind.